13:21. Und Auszeit genommen durch die Gäste vom HSG Tab Wanderup. Nun wird die Partie fortgesetzt. Die Gäste haben sich eingestimmt auf die erste Unterzahl in diesem Spiel. Und Simon Landgar Petersen kann auch in Unterzahl erfolgreich abschließen. 13:22. Und wieder der Ballverlust unter Konter. Und da wurde Lars Jakobsen behindert von Mens Exner und dieser wird dafür mit einer 2-Minuten-Strafe bestraft. Und wieder auf den Beinen Lars Jakobsen. So, 7 Meter jetzt für die Gäste von Tab Wanderup. Diesmal ist Kai Blaszek erfolgreich gegen Christian Blank. Und damit die erste 10-Tore-Führung für die Gäste, 13:23. Sehr schön gespielt jetzt vom Postmarin Bert Hartfield auf Vorlage von Andreas Steuk zum 14:23. Und wieder freier Wurf Mario Petersen. Zum 14:24. Erneut der Ballverlust
Und er geht wieder ganz schnell und der Konter wieder erfolgreich abgeschlossen. Lars Jakobsen zur 11-Tore-Führung für Tab Wanderup. Poschmarin nun wieder komplett. Aber Bert Hartfield scheitert an Mike Brühl. Und auch Lars Klütermann scheitert am Torwart der HSG Tab Wanderup. Nun ein Fehlwurf von Sören Tölle. Und erneut scheitert Hartfield an Breuel. Erfolgreich dagegen die Gegenseite. Thomas Brühne erneut 14-26. Sekunden sind es noch auf der Uhr in der ersten Hälfte. Vielleicht der letzte Angriff nun von Post Schwerin. Das war klasse gespielt von Hartfield auf Alex Wirth. Der schließt erfolgreich ab zum Endstand der ersten Halbzeit 15-26. Und weiter geht's im Spiel SV Post Schwerin 2 gegen die HSG Tab Wanderup. Spielstand 15-26. Und nach 21 Sekunden in der zweiten Halbzeit die erste 2-Minuten-Strafe gegen die SV Post Schwerin. Gegen Lars Klütermann. Im Tor nun für den SV Post Schwerin am 7-Meter-Punkt Andreas Link gegen Mario Petersen. Petersen bleibt Sieger in diesem Duell. Neuer Spielstand 15-27. Bert Hartfield aus dem Feld erfolgreich 16-27.